Nachdem, wenn er jetzt den Kick Rush Upper, also diesen, wo er halt nach, ja, ne, nach oben wirft, dann Upper, genau, dann kann er eigentlich zwar nicht, also mit meisten, also mit Yuri, kann ich da in dem Moment, ja doch, ich kann meine Most Damaging Combo schon raushauen. Du musst halt gucken, was für ein Charakter du spielst, kann ich dir jetzt auch nicht erzählen. Ja, aber meistens ist die Recovery, also er recovert eigentlich nach dem Rush Upper ziemlich schnell. Also sollte man schon, richtig, also wenn man gute Reflexe hat, kann man, denke ich mal, mit sehr vielen Charakteren die Most Damaging Combo reinhauen, natürlich. Aber es gibt halt Charaktere, die halt weitaus mehr von haben, wenn sie den erstmal werfen, meistens halt ein Forward Throw oder ein Back Throw, je nach Charakter auch unterschiedlich. Ja. Dann landet er halt vor denen und dann kann halt ein Mix-Up gestattet werden. Mit Jump In, mit Cross Up, mit Ambiguous Stuff, mit alles, was du dir wünschst. Vor allem, genau, ganz wichtig, gegen Boxer, wenn Boxer keine Leiste hat, kannst du ihn, hast du Free Pressure. Du hast einfach Free Pressure. Warum? Weil er Headbutt, er kann halt, er hat halt dann nur noch ein Wake-Up-Move quasi, den er halt raushauen kann, ohne EX, und das ist halt der Headbutt. Und der Headbutt ist halt am Anfang nicht unverwundbar im Vergleich zum EX-Headbutt. Und wenn du Meaty was raushaust, fischst du ihn immer raus. Du kommst immer durch. Dein Headbutt wird immer gestufft. Das wissen, denke ich mal, auch einige nicht. Aber ich, wenn ich gegen Boxer spiele, ich nutze das immer aus. Also sobald ich sehe, der Boxer hat keine Leiste, ich gehe einfach rein. Ohne Furcht einfach rein, Alter. Er kann eh nichts machen. Was will er denn machen? Das Einzige, was er machen kann, ist ein Backdash oder ein Headbutt. Und wenn er ein Headbutt macht, bei mir, von mir kommt eh was, wie Blimps jetzt sagen würde, Fleischiges, also Meaty-mäßig, ne, kommt da was. Und ja, dann kann er sein Headbutt vergessen. Sprich, die einzige Option, die ihm da bleibt, ist entweder selber zu werfen, was eigentlich auch scheiße ist, weil er den Meaty frisst. Die einzige Option ist in dem Moment für Boxer eigentlich nur ein Backdash. So. Na, Knockdown meinst du, ja? Ja, natürlich, ja, klar. Okay, ja, wusste ich auch nicht. Ja, ich glaube, das wissen ziemlich viele nicht. Das kann man auch ganz leicht im Practice Situation nachahmen. Einfach Knockdown, dann halt so einspeichern oder halt selber den Boxer spielen. Und einen, also mit dem Dummy speicherst du dann die Situation von dir nach. Genau, ich spiele Boxer und du spielst Boxer, also du spielst denjenigen, du spielst deinen Gegner, du, genau, machst die Headbutts, du bist dafür zuständig, dass du die Headbutts halt in Reversal Timing, sprich im ersten Frame, raushauen kannst und speicherst den Dummy halt so ein, dass er dich halt erstmal knockdownt, also er Knockdown erzielt und dich dann anspringt und du trainierst das dann halt. Oder halt nicht anspringt, sondern reinkommt, jetzt in dem Fall, und ein Meaty, bei Ryu wäre es ein Meaty mit Punch. Mhm. Auch ein sehr, sehr guter Normal. Also, aber das, ja, dürften mittlerweile, das braucht man ja gar nicht mehr, nee, zu sagen, das ist. Ja. Sollte mittlerweile jeder Ryu wissen. Da wieder. Ja. Was war das? Ich weiß nicht, was er sich da dabei gedacht hat. Aber okay. Ich meine, er ist eh im Vorteil. Ja, wenn er, okay, er hat wahrscheinlich darauf spekuliert, dass der Boxer EX-Headbutt macht und dann Ultra, mhm, weil das quasi noch so eines der ja, quasi seine einzige Comeback-Option war für Boxer. Aber gut, ich meine, Ryu hatte über 80% Energie, Boxer hatte gerade mal noch 10-15%. So EX für Ryuken für sowas verschwenden. Ja. Ja, lieber anspringen, vor allem in der Ecke, Mix-Upen weiter, das Momentum weiterhin behalten und so versuchen, den Kill zu erzielen, also den letzten Schlag zu erzielen, anstatt einen EX für Ryuken dafür zu verschwenden. Richtig, man braucht so viel Zeit. Ja. EX zusammen. Ach, gerade eben Fokus und da hat er super gefressen. Ja, da muss man, ja, aufpassen. Da sollte man gegen Boxer vor allem, gute Boxer, die nutzen das völlig aus. Die hauen da direkt, die hauen dich direkt da um mit Rush Punch und oder wie der Kack heißt, und Into Super. Das kann man eigentlich auch ziemlich leicht baiten. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber man kann den Super, also das, was gerade eben passiert ist, indem man einfach kurz kann man halt baiten, indem man einfach nur kurz Fokus cancelt, aber direkt wieder abbrecht. Sprich, den baitet. Auch wenn man getroffen wird, trifft der Super nicht komplett, weil du den FA cancelt hast, dadurch in der Luft bist, ja, die Fokusattacke, genau,
Ja, ich gehe mal jetzt stark von aus, dass unsere Zuschauer wissen, was ein FA ist. Ja, aber du kannst mich da gerne berichtigen, da habe ich kein Problem mit. ja, ich mache das immer. Das, ja, dass du halt in dem Moment in der Luft bist und er ihn zwar trifft, auch den Super rauskriegt oder direkt von mir aus den Super, aber der Super halt nicht komplett trifft, weil er halt in dem Moment, wo er ihn getroffen hat, in der Luft ist. Ich glaube, das geht aber nicht bei allen Charakteren, aber bei sehr vielen. Bei sehr vielen wirft dann einfach durch Boxer. Den Dash, dem Moment, du ja die Fokusattacke cancelst mit dem Dash, triffst du praktisch in diesem Moment, wo dann... Ja, wo du in der Luft bist. Du bist dann airborne. Genau. Aha. Nur nie gewinnt, ehrlich, ne? Yeah. Ja, aber schau dir mal die Situation an, ey. Ich weiß nicht, was der Shinjo gemacht hat, aber... Jelly kann gar nicht zuschauen, hat er mir gesagt. Der ist noch am Arbeiten, ich schaue es ja später dann an. Also... Darum können wir jetzt noch mehr sagen. Nein. Na und, Digga, na und? Nee, also er meinte ja selber. Ja. Nicht zu soft rangehen, ruhig durchgreifen und keine Ahnung. Ja, mache ich gerne. Was geht. Ja, Sollen wir das andere Match nochmal? Oder? Starte das zweite nochmal. Ja. Also jetzt das zweite wieder. Und ja, lass mich kurz überlegen. Das hat er verloren. Könnte man denn noch zu sagen? Also hier notiert habe ich mir eigentlich großartig weiter nichts. Bis auf die Sache. Ich glaube, ich habe den noch nicht erwähnt. Oder doch, habe ich. Mit Crouching Midkick, mit den Poken und den Buffern, reinbuffern. Sprich, ja. Wenn ein Rush Punch oder ein Upper oder ein Turn Punch oder was auch immer kommt, dass der Ryu ihn automatisch durch den Midkick stufft und wenn er da einen Hadouken oder einen Shoryuken reinbuffert, dass der dann halt automatisch rauskommt, logischerweise, und dann halt, ne, zwei Fliegen mit einer Klappe halt schlägt. Also mehr Damage halt raushauen kann. Den Shoryuken eher dann rausbuffern, also in den Crouching Midkick reinbuffern, wenn man eine FADC hat. Ist jetzt mein Tipp so. Man kann den auch ohne machen, aber es ist dann risky, weil wenn man es mal verkackt, wenn der Boxer dann den Ryu baitet kurz und den Crouching Midkick blockt, dann kommt der SRK raus, wirft und dann gibt's Free Punish für den Boxer. Deswegen aber, bin ich eher für die Variante mit Hadouken oder mit dem Tatsumaki. Also Crouching Midkick und Tatsumaki. Genau. Hadouken baust du noch Distanz dann auf, wenn er am Block, ne? Ja, genau. Und dann, obwohl das bei, weiß ich, Agate Edition sagt man, geht das nicht mehr. Ist wohl zwischen... Agate Edition, da bin ich... Zwischen, gut, haben wir ja alle nie gespielt, aber... Und bei einigen Charakteren relativ, ich lese mich da gerade auch ein. Das Einzige, wovon ich berichten kann, ist von Air Ryu's Blog, der meint, dass als er AE zum ersten Mal gespielt hat, jetzt in den letzten Tagen, da kamen ja auch einige Videos von den Amis, wurden ja abgeloadet, und da meinte er Ryu auf seinem Blog, dass der Ryu in AE für ihn erstmal ein komplett anderer Char war. Also den haben sie angeblich so heftig verändert, dass dass er sich echt krass anders spielt. Ja. Ob es eine Übertreibung war, keine Ahnung, aber das hört sich schon ziemlich heftig an, sage ich mal, weil Air Ryu ist ja kein No-Name, den sollte eigentlich mittlerweile jeder kennen. Ja. Und wenn jemand wenn ein Spieler seines Kalibers sowas von sich gibt, dann er meinte halt auch selber, er hat sich echt komplett anders angefühlt und er hatte nach kurzer Zeit hat er schon keinen Bock mehr auf Ryu und hat halt Young genommen. Hat halt Young gespielt. Oh. Aber ja, gut, das ist jetzt. Die Befürchtung so hat ja Ken Masters ja auch, er sagt mir auch. Beispielsweise jetzt mit Kick Hadouken geht wohl nicht mehr auf Block. Dazwischen kannst du alles raushauen. Okay, das geht halt auch hier, aber die Range ist dann halt. Es geht nicht immer. Es geht nicht immer. Also es geht. Das kann man auch in Vanilla ging das auch. Das war also in Vanilla konnte man Ryu auch dafür bestrafen. Aber echt, wenn es Max Range oder wenn es schon sehr, sehr weite Range. Also eine sehr weite Range war. Weißt stimmt, du? Auch mit also, Guy, mit Flash Kick, ne? Den konnte man. Ja, das ging schon immer. Aber wenn man nah genug dran war, man musste nicht an dem Gegner kleben, dann ging da nichts rein. Ja. Und wahrscheinlich ist es in der E halt jetzt so, dass immer was reingeht. Immer ich weiß es reingeht. Nicht. Genau, ja, genau so war. Weil bei Guy weiß ich noch, da habe ich oft schöne Flash Kicks rausgehauen. Ja, klar, Mann, das ging. Messias, ich sag nur Messiah. Ich habe in Vanilla Rufus gespielt und wie da viele Reels haben bitte Crouching Midkick, Hadouken haben dann Messiah von mir gefressen. Von daher. Also nicht nur von Rufus, der ist auch generell. Ja.
Ryan Hart hat auch gerne seinen Uppercut rausgehauen mit Sagat, dann FADC Ultra und ja, mal eben 60-70% Damage und so weiter. Ja. Danke, Aerosol Junkie, er sagte, das machen wir nice mit dem Stream. Nice Mice mit Emily. Nice. Also ja. Besonders nice, türkisch nice, sauber. Ja, Padao Madao und Shintmint machen nice Mice Streaming. Streaming? Ja. Das geht ab. Aber ja. Ja. Was kann man jetzt noch zu sagen? Also, eigentlich wurde schon alles gesagt. Also für die Evo reicht es nicht. Wenn jetzt noch mehr kommen würde, würde Selig gar nicht mehr klarkommen. Weiß ich nicht. Das war jetzt schon so viel Input für ihn eigentlich. Also an erster Stelle würde ich ihm auf jeden Fall raten, Execution. Junge, Execution, Practice. Gib mal deine BNBs, deine Links. Die müssen erstmal sitzen, die müssen blind sitzen, Mann. Danach kannst du weitergehen und okay, wir müssen sagen, Jellic ist Papa, ne, hat eine Familie. Vielleicht fehlt auch manchmal die Zeit. Kann ja auch, ich meine, na und, Digga, na und? Dann soll er keine Videos zu uns schicken. Und, ja, genau, Spaß. Mann, Jellic, ja, also nein, das schneiden wir raus. Irgendwo verständlich, aber, ne, er wollte es halt wissen. Nein, er wollte es ja wissen, ist doch okay. Ich meine, um Gottes Willen, er ist doch nicht schlauer. Achso, ja, das passt schon. Super Stream, gute Infos von Shint. Shi, also Kuroko, oder jetzt hat er wieder einen anderen Namen im Forum. Der wechselt ständig. Also. Achso, ja. Adi, Adrian. Ja. Ja, cool, danke, danke und so. warte, wo war ich stehen geblieben? Er soll seine BMBs im P-Mode. Ja, genau, aber als allererstes, das habe ich auch mit Caps Lock gesagt, also. Ne? Practice Mode. Ja, ja. Den Scheiß erstmal einüben. Wenn du mal ankommst, scheiß auf die Invites von den Leuten. Komm, lass mal zocken. Scheiß auf die. Setz dich mal lieber einen Tag lang, die Zeit, die du dann hast, setz dich mal lieber komplett in Practice Mode und trainier echt, so wie ich das am Anfang schon erwähnt hatte. Und ich weiß nicht, Juicebox Podcast kann ich nur empfehlen. Der meint das halt auch. Übt eure verfickten Kombos. Übt eure BNBs. Übt. Trainiert eure Execution. Und wenn ihr das erstmal habt, dann könnt ihr erst einen Schritt weiter gehen. Ihr sollt aber jetzt nicht komplett die Matches vernachlässigen. So ist es natürlich auch nicht gemeint. Nicht falsch verstehen. Aber ich denke mal, es ist schon irgendwo klar, worauf ich hinaus will. Ne? Erstmal eine Basis schaffen und die fängt halt nur mal bei der Execution an. Ja, ich kenne das auch. Ich kenne es oft auch mit dem Trainingsraum ein bisschen und dann kommt eine Einladung und dann überlegst du, ja komm, zocken wir. Ja, dann schreibst du ihn einfach, Alter, Digga, ich brauche Execution, fick dich oder weiß was ich, nee, jetzt nicht, nachher oder keine Ahnung, wenn man halt nicht so viel Zeit hat, dann scheißt man halt einen Tag komplett drauf oder zwei Tage von mir aus, weil, ich kenn's ja von mir. Bei mir ist es eigentlich nicht anders. Ja, ich weiß, du bist eingeladen, dann kommst du nicht. Es ist bei mir, ich traue mich einfach nicht in ein Match reinzugehen, deswegen spiele ich auch ungerne Charaktere, die ich eher nicht so kann, execution-technisch. Weil es ist einfach nur blamabel, ich fühle mich einfach total beschissen darin, wenn ich einen Charakter spiele und ich die Kombos von ihm verkacke. Ich komme dann mal zum Zug und ich verkacke die Kombos. Wie noobig, wie scrubby sieht das dann bitte aus, ey? Ich meine, es ist ja schon. Oh, warte, Handy klingelt. Oh! Handy! Ja, gleich wieder da. Ja, Shint lässt uns alleine. Mit seiner Perle wohl am Telefonieren. Shint, wie gesagt, du sollst kein Street Fighter spielen. Da lacht er. Hey, hast du mich jetzt mal aus dem Konzept gemacht? Okay, wie ihr seht, haben wir links und rechts Triton, so, Mad Cats. Wir werden unser Stream-Team für die kommenden Turniere und für die Streams, für die kommenden Turniere und für diese Sache, die wir jetzt machen, werden wir von Mad Cats und Triton sozusagen kriegen wir Technik zur Verfügung gestellt, wie Webcams und auch die Headsets. Ich muss sagen, das ist wirklich ein super Headset. Demnächst werde ich mal mehr darüber erzählen. Ihr könnt auch gerne, wenn jemand interessiert ist, eine Mail schicken. Eventuell kann ich auch Madcats auch, wie andere User, ich glaube, TNC, Neutrons, könnt ihr es auch günstiger beziehen. Ist wirklich ein super Headset von Triton und danke dafür auch nochmal an Madcats.
Und ich guck mal, ob Shint wieder da ist. Nico? Jo, bin wieder da. Bist du wieder da? Ja, ich habe gerade ein bisschen.